Ein Hitler kehrt wieder her, sagst du. Ein Hitler, der aufräumt mit dem Gesindel, das, was sie da bei uns breit macht. Mit den Bloßfüßigen, die, was sie da auf unsere Kosten ins gemachte Bett legen wollen, dass aus daheim zu nichts bringen. Mit den Negern, die, was unsere Kinder mit Drogen vergiften. Mit den Kamelltreibern, was mit ihren Moscheen unsere Landschaft verschandeln. Mit den Kopftuchweibern, die zu frei sind, das Deutsch lernen und mit ihren sechs Bankerten von der Kinderbeihilfe leben, auf unsere Kosten. Ein Hitler kehrt wieder her, der aufräumt. Ein Hitler, der die Juden vergast hat, die Zeugen Jehovas aufgehängt und die Kommunisten in Schädel angehockt hat. Ein Hitler kehrt wieder her, sagst du, der aufräumt. Wer du? Du kehrst ja nicht zu dem Gesindel. Du bist schon kein Bloßfüßiger, kein Neger, kein Kamelltreiber, kein Kopftuchgrädel. Du bist schon kein Jud, kein Zigeuner, kein Kummel. Weil du, wenn er mal aufgeräumt ist, dann gehörst ja du zu den Herren. Dann gehörst ja du zu den Herren, die die Groschen halten müssen, wenn die Wurst immer teurer wird und nur mehr nach Müll schmeckt. Zu den Herren, denen uns die Kinder abrechnen, dass sie den Vater anzeigen, wenn er sich über die Steuern aufregt. Zu den Herren, die zu keiner Wahl gehen brauchen, weil es keine Parteien mehr gibt. Zu den Herren, die in der Zeitung nur lesen dürfen, was der Propagandaminister erlaubt. Dann gehörst ja du zu den Herren, die sie für Gehalt immer weniger kaufen können, weil der Führer Raketen braucht. Dann gehörst ja du zu den Herren, in der Schlangen vor dem Geschäft keine Witz über den Ernährungsminister machen dürfen, weil sonst nämlich auch ins KZ kommen. Dann kehrst ja du zu den Herren, die fürs Krieg gestellt werden und sagen, dass der Führer einen Krieg anfängt. Und du kehrst dann zu den Herren, die an die Front geschickt werden, wann der Krieg anfängt. Ja, du kehrst dann zu den Herren, die verblieben dürfen. Das ist mein China vielleicht oder in Afrika. Und wenn sie verblieben, dann verstreut werden oder verbrennt zu Aschen und Wasserdampf. Zu die Herren kehrst dann du, wenn wieder ein Hitler kommt.